Ein Wiener Original, das Kartoffelgulasch, remixed im Kenwood Cooking Chef. Let's go! Jedes gute Gulasch beginnt immer mit Zwiebel und Knoblauch. Den Zwiebel werden wir fein hacken. Den gehackten Zwiebel und Knoblauch werden wir jetzt mit ausreichend Öl gut anbraten. Ob Olivenöl oder Maiskeimöl, jedes Öl funktioniert. Während wir die Zwiebel glasig dünsten, können wir uns um die Kartoffeln kümmern, einfach in Würfel schneiden. Nicht zu klein schneiden, die Kartoffeln verkochen sich ja. 2×2 cm ist ideal. Wenn der Duft von Zwiebel die ganze Küche vereinnimmt, geben wir die Kartoffeln dazu und braten auch diese ein paar Minuten an. Zu einem Original Wiener Kartoffelgulasch muss unbedingt eine Wurst dazu. Ihr habt die Qual der Wahl, ob Frankfurter, ob Debreziner, ob Klobasse, ob Braunschweiger, ob Quanzeldürre oder auch einfach weglassen für alle, die es vegetarisch lieben. Bei mir gibt es eine selbstgemachte Klobasse und Debreziner von meinem Fleischer ums Eck. Während die Kartoffeln im Kenwood Cooking Chef schwitzen, schneide ich die Wurst in 5 mm dünne Scheiben. Das wichtigste Gewürz für Gulasch ist natürlich Paprikapulver. Ihr könnt edelsüßes oder auch scharfes verwenden. Und richtig viel davon. Viel Paprikapulver und gut anbraten, damit das ganze Haus nach Gulasch duftet. 1, 2 oder 3, wer es scharf mag, gibt Chili dazu. Damit aus dem gebratenen Gemüse auch ein Gulasch wird, gießen wir auf mit Hühnerfond. Bringen das Ganze einmal zum Kochen, decken es zu und wir kochen die Kartoffeln 20 bis 30 Minuten. Wenn die Kartoffeln weich sind, würzen wir unser Gulasch mit 3 Gewürzen, Salz, Pfeffer und einem Schuss Essig. Zum Schluss geben wir noch die Würste dazu. Wir erhitzen die Würste für ein paar Minuten und dann ist unser Gulasch perfekt. Wenn euch das Gulasch zu dickflüssig ist, einfach mit etwas Suppe verdünnen. And just like that, das Gulasch ist fertig. Servieren mit einer wunderbaren Kaisersemmel oder einer Scheibe Weißbrot. Ein klassisches Kartoffelgulasch hat immer Saison und ist immer en vogue. Viel Spaß beim Nachkochen. Ich werde es jetzt genießen. Bis zum nächsten Mal.